ungefähr so viel Plastik. Das sind ca. 2 Gramm. Ist in den meisten Komposterden, die ihr so kaufen könnt, im Baumarkt. Die Frage ist immer nur, wie viel, ob mehr oder weniger. Als ich jetzt das Video gemacht habe über die Maulwurfserde, da meinte dann jemand zu mir, nee, er kauft sich doch lieber die gute Vorzuchterde im Baumarkt. Und da denke ich nur, ja, wie gut ist die denn, die Vorzuchterde? Als erstes so ein Problem mit dem Plastik in der Gartenerde, die ihr kaufen könnt. Hochbeet-Erde und so weiter. Ich werde euch da 2 Studien verlinken. Und das sind Bio-Erden, das sind teure Erden, günstige Erden. Und in eigentlich allen ist Plastik gefunden worden. Das liegt halt daran, dass guterweise ja jetzt das meiste an Grünabschnitt und so weiter, was anfällt in den Parks und auch der Biomüll aus den Haushalten, halt eben kompostiert wird und nicht einfach auf der Mülldeponie landet. Allerdings schmeißen die Leute halt die Sachen in Tüten in den Biomüll und in den Parks liegt Müll rum. Und so landet das dann alles da drinne. Da drin wird das noch zwar sortiert und so weiter, aber die kriegen halt nicht alles raus und so landet dann am Ende in eurer teuren Gartenerde dann eine Menge Plastik drinne. Das Plastik ist erstmal noch größer, wird dann aber über die Zeit immer kleiner und wird dann von Mikroplastik zu Nanoplastik. Und da ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, was damit dann so passiert, weil das kann dann von den Pflanzen aufgenommen werden und landet wahrscheinlich auch im Gemüse. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man sich sein Essen selber anbauen will, dann aber am Ende wieder Plastik drin hat oder eigentlich erstmal gezwungen ist, überhaupt Erde zu kaufen. Also ich habe auch schon Erde gekauft, so wie jeder wahrscheinlich. Und also hier soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, weil er mal irgendwie Erde in Werken gekauft hat. Aber es geht halt grundsätzlich darum, wie sinnlos das halt ist. So, also erstmal werden die Materialien durch die Gegend gefahren, vorher in Plastik gesteckt und dann danach wieder in Plastik gesteckt und dann meckert man darüber, dass da Plastik drin ist. Also da hilft jetzt auch kein Plastiktütenverbot im Supermarkt. Es geht um die ganzen Verpackungen und so. Die landen nämlich am Ende da drin. Ne? Und das hat sich halt auch gezeigt, die Materialien, die da drin sind, das sind hauptsächlich die Lebensmittelverpackungen. Ach ja, noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr Erde kaufen müsst, weil ihr zum Beispiel auf Balkonien wohnt oder so und ihr habt einfach nicht die Möglichkeit, euren Kompost selber zu machen, ja, dann fahrt direkt zu dem Kompostierwerk hin, guckt mal nach, wo ihr eins habt und da könnt ihr die Erde auch direkt kaufen. Das ist erstens billiger als im Baumarkt und zweitens ist sie frisch. Dort habt ihr auf jeden Fall noch mehr Qualität und auch noch keine Plastikverpackung außen drumherum zumindest, wenn auch vielleicht ein bisschen Plastik drin ist. Also in einer gut wüchsigen Wiese leben ungefähr 25 Tonnen lebende Organismen. Und das sind ungefähr 10 Tonnen Bakterien und Strahlenpilze, 10 Tonnen Pilze, 4 Tonnen Regenwürmer und 1 Tonne andere Bodenorganismen. Also da ist das Bodenleben auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt die Erde von den Maulwurfshügeln nehme, dann habe ich genau das aus dieser Zone, wo am meisten davon drin ist, den obersten 30 cm. Also die, was ich gesagt habe, gilt für 1 Hektar. Und da die obersten 30 cm Bodenschicht, also die Humusschicht. Und wenn ihr jetzt im Baumarkt eine Erde kauft, dann ist die in der Tüte gewesen und lag da eventuell schon ein bisschen länger rum und lag in der Sonne, lag da, wenn es gefroren hat. Und ich weiß nicht, wie viel Bodenleben da noch drin ist. Das Hauptanliegen auf meinem Kanal ist mir, euch zu vermitteln, wie ihr euren eigenen Boden gesund haltet und lebendig haltet und keine Erde aus Tüten braucht. Was soll überhaupt Hochbeeterde sein? Es kommt Breitbeet, Flachbeet oder Tiefbeeterde. Es sind Marketingnamen und da soll euch wieder was verkauft werden. Und wir werden hier nach und nach jetzt mal so diese ganzen Produkte, die ihr halt nicht braucht, auseinandernehmen. Und ich werde auch gerne erklären, bis ins Detail, warum ich glaube, dass ihr das und das nicht braucht. Das ist natürlich immer auch meine Meinung. Also wir wollen uns damit beschäftigen, das Bodenleben halt zu füttern. Und ich gehe mal ein bisschen beiseite, dann kann ich das hier einblenden. Und es geht halt darum, nicht direkt die Pflanze zu füttern. Und deshalb müsst ihr euch auch mal fragen, warum ist die Gartenerde überhaupt gedüngt? Warum muss die gedüngt werden? Es geht darum, dass wir einen Kreislauf im Gang halten, in dem halt immer stetig Masse hinzufließt wieder, kohlenstoffreiche Masse, um das Bodenleben zu fördern. Die stellen euch die Nährstoffe bereit für die Pflanzen, lagern was in Humus. Aus dem Humus geht es wieder zurück. Dabei entstehen erstaunliche Prozesse und die tollsten Dinge, wie das Keime zerstört werden,
die Huminsäuren entstehen. Darum geht es uns hier auf dem Kanal oder darum geht es mir auf dem Kanal. Also, ich werde das jetzt nicht so lang machen, 35 Minuten beim letzten Mal, dass ich das angetan habe, selber schuld. Das Video ist jetzt hier zu Ende. Ich wünsche euch eine gute Ernte und ich werde jetzt weiter mit meinem Holz hantieren. Kompost habe ich gerade schon umgesetzt, das haben wir schon. Und ja, ich bin jetzt mal weiter fleißig, seid auch fleißig. Bis zum nächsten Mal.